Wir haben im Moment gerade ein ganz spannendes Thema natürlich. Wir sind jetzt mitten im Sommer und wir sehen auch, dass die Corona-Zahlen schon langsam wieder im Steigen begriffen sind. Gleichzeitig in den Spitälern ist die Lage nach wie vor relativ entspannt. Es sind nur ganz leichte Entwicklungen nach oben zu sehen. Wie sehen Sie denn die aktuelle Corona-Lage in Österreich? Ja, noch nicht besorgniserregend, aber doch notwendig, sie ständig zu beobachten und vorsichtig zu sein. Das heißt, alles vorzusehen, was notwendig ist, um möglichst Cluster zu vermeiden, um möglichst Ansteckungen zu vermeiden und natürlich auch in den Krankenhäusern alles vorzuhalten, was notwendig ist, falls wirklich die Hospitalisierungen wieder steigen. Im Moment gerade sehen wir vor allen Dingen, dass bei Reiserückkehrern hier relativ die Zahlen in die Höhe gehen. Nicht nur das Cluster, das sich da in Kroatien bei einem Festival ergeben hat, sondern natürlich auch grundsätzlich, dass ja auch viele der Urlaubsgebiete sehr hohe Inzidenzzahlen haben. Wie besorgniserregend sehen Sie das und finden Sie die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, dass ab dem 3. August, also sprich ab übermorgen, dann die Reiserückkehrer am Flughafen zumindest mal aus Spanien, Zypern oder auch den Niederlanden, dass die eben einen PCR-Test vorweisen müssen? Oder denken Sie, das ist noch nicht weit genug gegriffen? Also ich halte das erstens für völlig richtig, denn am Flughafen sind die Menschen leicht zu erreichen und auch sehr leicht zu kontrollieren. An den Straßengrenzen wird das etwas schwieriger sein, auch an den Bahngrenzen. Allerdings Deutschland ist sehr mutig und wird auch an den Straßengrenzen die PCR-Tests bei der Einreise verlangen. Das ist durchaus vernünftig und wir werden sehen, wie sich es in Österreich entwickelt. Wir wollen natürlich weder stundenlange Staus, wir haben das gestern und heute erleben wir das, ein Mega-Wochenende, was Urlauberwechsel anbelangt, das ist schon eine Herausforderung und wenn dann hier noch die genauen Kontrollen und Kontrollen sind nur sinnvoll, wenn sie auch genau sind, stattfinden, dann wird es natürlich schwierig. Jetzt ist ja Deutschland traditionell auf dem Spektrum der sehr, sehr scharfen Corona-Maßnahmen. Österreich ist auch näher an Deutschland als es an anderen Ländern. Natürlich auf der anderen Seite des Spektrums ist zum Beispiel Schweden, die ja von Anfang an hier einen eigenen Weg gefahren sind, zumindest wenn man sich Europa ansieht. Was denken Sie denn? Wir sind jetzt im Moment gerade bei schon fast 60% Durchimpfungsrate. Also wir werden sicherlich in ein paar Wochen die 60% der Vollimmunisierung sehen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass im Moment gerade die Impfkurve, also sprich die Personen, die sich impfen lassen möchten, dass das nach unten geht, die Impfbereitschaft sozusagen. Was denken denn Sie, wie kommt man jetzt aus diesem Dilemma heraus? Denn auf der einen Seite haben wir eine Situation, dass wir eben bereits die Mehrheit dieses Landes voll immunisiert haben. Gleichzeitig aber gibt es immer weniger, die sich impfen lassen möchten. Kann man so ein Land noch in den Lockdown schicken oder was kann man denn da machen, um die Menschen zu entlasten? Also gleich einmal vorweg, 60% sind sehr gut, aber sie sind nicht genug. Wir wissen, dass für eine Durchimmunisierung eigentlich 80, wenn nicht 85% notwendig sind, insbesondere was die Delta-Variante anbelangt, die ja besonders ansteckend ist. Das heißt, hier sind noch massive Anstrengungen vorzunehmen, um auf die 70, 75, 80% zu kommen. Und dann werden ja schon wieder die Zweitimpfungen beginnen, vor allem bei den älteren Personen, die am Beginn dieses Jahres bereits geimpft wurden, die ja wahrscheinlich noch vor Jahresende eine Zweitimpfung benötigen werden. Und daher ganz, ganz wichtig, dass wir weiter vorsichtig sind, dass wir die Impfquote erhöhen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, mit Anreizen, die möglich sind, die nicht diskriminierend sind für die, die schon jetzt geimpft sind, aber auch mit Möglichkeiten, die den Jugendlichen entgegenkommen, sei es vor den Schwimmbädern, vor den Diskos, hier sehr niederschwellig Impfangebote zu setzen. Wien macht erst überhaupt ab morgen die Impfungen für alle auf, mit allen Impfstoffen ohne Termin, was ja grundsätzlich auch durchaus positiv ist. Das heißt, wir sind auf jeden Fall im Moment gerade in einem
in einer Situation, wo sich jetzt jeder impfen lassen kann, der möchte, und natürlich auch jeder, der zu jeder Zeit sozusagen, ja, also man braucht keinen Termin, man kann einfach hingehen. Gleichzeitig eben ist es so, dass sozusagen im Vergleich zum letzten Jahr, da gab es noch keine Impfungen, da gab es kaum Tests, mittlerweile sind wir da wesentlich weiter als vor einem Jahr. Wie kann man das jetzt eben, wie sollte man das sozusagen angehen? Es gibt, die einen sagen Impfpflichten in gewissen Bereichen, die anderen sagen, naja, Moment, es kann ja jetzt jeder machen, was er will sozusagen. Auf welchem Spagat wandern wir da und wie sehen Sie das? Also erstens einmal, diese Entscheidungen muss natürlich immer die Regierung oder das Parlament treffen, je nachdem, wer zuständig ist, beziehungsweise auch zum Teil Arbeitgeber im Gesundheitsbereich. Es gibt ja in der Zwischenzeit bereits Entscheidungen in manchen Bundesländern, die eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal vorsehen, beziehungsweise für alle Neuanstellungen im Gesundheitspersonal. Ich bin sehr dafür, dass alle Menschen, die in körpernahen Dienstleistungen arbeiten, das sind natürlich Gesundheits- und Pflegeberufe, das sind aber auch Friseure, Kosmetikerinnen und ähnliche Berufe, dass die möglichst durchgeimpft sind, wenn das aus gesundheitlichen Gründen für die einzelne Person möglich ist. Und trotzdem auch in den körpernahen Dienstleistungen, das ist ja auch noch Vorschrift, entsprechend mit Maske und FFP2-Maske geschützt sind bzw. ihr gegenüber schützen. Es gibt hier ganz kreative Ideen, um auch Menschen zum Impfen zu bringen. Wir hatten vor einigen Minuten Rainer Will hier vom Handelsverband, der gemeint hat, eben, er würde sich wünschen, dass alle, die bereits geimpft sind, aber auch die schon eben, die noch zum Impfen kommen, dass die 50 Euro als Handelsgutschein bekommen. Daniel Mara, der Wirtschaftskammerpräsident, hat unlängst, also letzte Woche bei Fellner Live gesagt, er könnte sich vorstellen, 100 Euro als Impfgutschein für die Jüngeren, also sprich die 25 Jahre und jüngere Bevölkerung auszupreisen. Heute in der Österreich-Zeitung hat Wolfgang Fellner, der Herausgeber, gemeint, gebt den Jungen für die Impfung 1.000 Euro. Das wäre natürlich dann auch vielleicht 2 Milliarden Euro. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, 2,5 Milliarden Euro kostet es der Regierung, wenn die eine Woche einen harten Lockdown fahren und gleichzeitig würde man ja bei den Tests wiederum auch einiges einsparen. Was sagen Sie denn zu solchen Impfanreizen? Ja, ich bin immer sehr skeptisch. Eigentlich sollten wir dankbar sein, dass es eine Impfung gibt und dass wir diese Impfung kostenlos bekommen können. Das müsste Anreiz genug sein und dass wir sie auch sehr unkompliziert bekommen können. Es ist super, wenn Wien das für alle Gruppen, alle Altersgruppen, alle Impfstoffe praktisch auch ohne Anmeldung freigibt. Das ist vernünftig. Da gibt es auch keine langen Wartezeiten. Ich bin zweimal in Wien geimpft worden. Das hat wunderbar funktioniert und ist auch sehr, sehr gut organisiert. Wenn man keine anderen Möglichkeiten findet, verstehe ich natürlich, dass gerade der Handel sagt, mit Handelsgutscheinen für die österreichischen Unternehmen könnte man hier Anreize schaffen. Ich finde Handelsgutscheine für österreichische Unternehmen weitaus vernünftiger als Geld in Cash. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg, denn jeder und jede sollte so viel Verantwortungsbewusstsein haben, auch ohne derartige Anreize, sich impfen zu lassen, um sich selbst, aber auch um andere zu schützen. Noch eine Frage an Sie. Was denken Sie denn, wie wird sich die Lage weiterentwickeln? Wir haben jetzt heute Anfang August sozusagen, das heißt, wir sind jetzt noch mitten im Sommer, aber der Herbst, der kommt ja früher, als uns dann vielen lieb ist. Was denken Sie, wo geht es hin mit der Corona-Situation und wie können wir es dann denn tatsächlich schaffen, um dieses Corona-Thema hinter uns zu lassen? Um es exakt zu sagen, müsste ich eine Glaskugel haben und wahrsagen können. Das kann ich auch nicht. Im vergangenen Jahr hat es ja auch erst gegen Ende August, Anfang September wieder begonnen, dramatisch zu werden. Da hat es aber natürlich noch gar keine Impfung gegeben und auch keine Geimpften. Dafür waren aber die Leute doch etwas vorsichtiger. Ich würde wirklich jeden Einzelnen, jede Einzelne ermuntern, selbst vorsichtig zu sein, wenn noch nicht geimpft, auch regelmäßig zu testen, egal ob mit Schnelltest oder mit PCR-Test, dort wo notwendig, wo ich viele Kontakte habe, natürlich mit PCR-Test, weil das weitaus sicherer ist. Und dann
insbesondere gegen Ende der Ferien auch ganz genau darauf zu achten, dass die Zahlen nicht explodieren, und ich hoffe, dass das gelingt in diesem Herbst. Es hat sogar ein Festivalveranstalter aus Graz gemeint, er würde jetzt, wenn er es nochmal machen würde, würde er auch die Geimpften und auch die Genesenen auch testen lassen. Halten Sie das für sinnvoll für die Zukunft? Ob das in der Zukunft immer notwendig sein wird, ist schwer zu sagen. Ich hoffe es nicht, weil es würde unser Leben sehr verkomplizieren. Aber gerade wenn ein Festivalveranstalter das vorschlägt, dann zeigt das auch ein sehr großes Verantwortungsbewusstsein, das sehr zu begrüßen ist, gerade in der jetzigen Situation, wo es auch noch so viele Ungeimpfte gibt. Maria Rauch-Kallert, ehemalige Gesundheitsministerin, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Noch einen schönen Nachmittag. Gerne.